Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist Lektion 4 der Vorlesung Makroökonomie. Ich werde auf die Folien 1 bis 25 in Kapitel 2 die langfristige Entwicklung von Volkswirtschaften eingehen. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen einen Überblick über dieses Kapitel geben. Wir starten mit einer Besprechung der Lehrbuchversion des Standardmodells des Wirtschaftswachstums, dem sogenannten Solow-Zwan-Modell. Wie wir sehen werden, beschreibt diese Theorie die empirischen Daten recht gut. Sie sagt voraus, dass ohne technologischen Fortschritt jede Volkswirtschaft langfristig einen stabilen Zustand erreicht, in dem sie weder schrumpft noch wächst. Dieser Zustand wird Steady State genannt. Wenn es jedoch erschöpfbare Ressourcen gibt, die in der Produktion nicht durch andere Ressourcen ersetzt werden können, beginnt die Wirtschaft zu schrumpfen, sobald diese erschöpfbaren Ressourcen verbraucht sind. Dies führt zu der Frage, wie die Wirtschaftspolitik auf das Problem erschöpfbarer Ressourcen reagieren soll. In Abschnitt 2.2 werde ich deshalb verschiedene Lehrmeinungen aus dieser wirtschaftspolitischen Debatte vorstellen. Abschließend werden wir in Abschnitt 2.3, Erklärungsansätze für Strukturwandel, die Gründe für den langfristigen Strukturwandel in der Zusammensetzung des Bruttoinlandsproduktes erörtern. Wir haben diesen Strukturwandel bereits kennengelernt, als wir in Kapitel 1 die langfristige Entwicklung des BIPs anhand der Entstehungsrechnung erörtert haben. Beginnen wir also mit dem sogenannten Solow-Zwan-Modell. Warum ist die Kenntnis der Gründe für Wirtschaftswachstum von Bedeutung? Warum brauchen wir also eine Wirtschaftstheorie wie das Solow-Zwan-Modell? Werfen wir einen Blick auf die langfristige Wachstumsleistung der deutschen Wirtschaft, wie in diesem Diagramm hier dargestellt. Eine weit verbreitete Konvention in den öffentlichen Medien, ebenso wie in Lehrbüchern, lautet: Wirtschaftswachstum ist immer die reale Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes. Niemand misst das Wirtschaftswachstum anhand der nominalen Wachstumsrate. Daher zeigt dieses Diagramm das deutsche BIP zu Preisen eines Basisjahres 1995 an. Die Inflation ist also ausgeschlossen. Das Diagramm zeigt, dass die Steigung der Entwicklung des realen BIPs bis zur deutschen Wiedervereinigung, also in diesem Abschnitt hier, etwas steiler verläuft als danach. Also nach der Wiedervereinigung in diesem Abschnitt hier. Der Sprung hier wurde durch die Wiedervereinigung verursacht. Das ist also das Bruttoinlandsprodukt, das aus Ostdeutschland hinzugekommen ist. Vorher beobachten wir nur das westdeutsche Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir die jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes berechnen, erhalten wir in den ersten 20 Jahren, also vor der Wiedervereinigung, eine Wachstumsrate von jährlich 2,5%. Nach der deutschen Wiedervereinigung erhalten wir nur noch eine Wachstumsrate, über diese 10 Jahre hier gerechnet, durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 1,1%. Was bedeuten solche Unterschiede für die persönliche Wohlfahrt von Menschen? Nun, Wohlfahrt ist letztlich immer eine subjektive Empfindung. Insofern kann man das nicht verallgemeinernd sagen. Die folgende Berechnung könnte Ihnen dabei helfen, eine persönliche Vorstellung davon zu entwickeln.
bei einem Wachstumsregime mit einem BIP-Wachstum von 2,5% verdoppelt sich das Realeinkommen im Durchschnitt alle 28 Jahre. Das bedeutet, dass sich Ihr Einkommen bei einem durchschnittlichen Leben dreimal verdoppelt. Bei einem Wachstumsregime mit einem BIP-Wachstum von 1,1%, wie nach der Wiedervereinigung, verdoppelt sich das Realeinkommen im Durchschnitt alle 63 Jahre. Das bedeutet, dass Ihr Einkommen in einem durchschnittlichen Leben nur anderthalb Mal sich verdoppelt. Unter diesem Gesichtspunkt könnte es also interessant sein zu verstehen, was die Verschlechterung der Wachstumsleistung der deutschen Wirtschaft nach der Wiedervereinigung verursacht hat. Wie wir am Ende dieses Abschnitts sehen werden, lieferte das Solus-Warn-Modell eine ganz interessante Antwort auf diese Frage. Wir kommen also auf dieses Diagramm dann noch einmal zurück. Eine andere Sichtweise auf das Wirtschaftswachstum ist der Vergleich der Wachstumsleistung verschiedener Länder. Dieses Diagramm vergleicht die Entwicklung des Pro-Kopf-BIPs zu konstanten Preisen von 1950 bis zum Jahr 2010, hier am Ende des Diagramms. Die Zeitreihen jedes Landes wurden dabei durch den Wert des Jahres von 1950 dividiert. Jedes Land beginnt also auf einem Niveau von 100%, wie hier ersichtlich. Alle Unterschiede zwischen den Zeitreihen des Pro-Kopf-BIPs dieser Länder haben sich also seit 1950 aufgebaut. Es ist offensichtlich, dass diese Unterschiede für einige Länder sehr groß sind. Während Länder wie Südkorea, Japan oder Spanien ihr Pro-Kopf-BIP um den Faktor 10 bis 16 gesteigert haben, verzeichnen andere Länder wie zum Beispiel Bolivien, Venezuela oder Uganda ein stagnierendes oder sogar leicht negative Wachstumsleistung. Wenn wir eine Wachstumstheorie haben, die diese Unterschiede erklären kann, könnten wir sie nutzen, um eine wirtschaftspolitische Strategie zu entwickeln, um die Wachstumsleistung dieser armen Länder zu verbessern. Also so eine Theorie könnte so gesehen recht nützlich sein. Wir werden daher im Folgenden die vereinfachte Lehrbuchversion des Wachstumsmodells analysieren, das auf die beiden Ökonomen Robert Solow und Trevor Swan zurückgeht. Wie wir in Kapitel 3 noch sehen werden, sind die zugrunde liegenden Annahmen des Solow-Swan-Modells mit denen des neoklassischen Makromodells identisch. Der Unterschied liegt nur in der Sichtweise. Während das neoklassische Makromodell Veränderungen innerhalb einer Periode beschreibt, also ein statisches Modell ist, beschreibt das Solow-Swan-Modell die Entwicklung einer Volkswirtschaft über mehrere Perioden. Es ist daher die dynamische Version des neoklassischen Makromodells. Der Grundgedanke der Theorie von Solow-Swan ist jetzt, das BIP eines Landes wächst, wenn es dem Land gelingt, Produktionsfaktoren zu akkumulieren. Akkumulieren heißt einfach anhäufen, also über die Zeit zu vermehren. Welche Produktionsfaktoren sind akkumulierbar? Akkumulierbare Produktionsfaktoren sind solche, die bei der Produktion von Gütern nicht vollständig verbraucht werden.
Bei welchen ist das der Fall? Ich mache mal drei Beispiele. Das erste wäre Sachkapital. Unter Sachkapital verstehen wir hier immer Maschinen, die bei der Produktion eingesetzt werden oder die Produktionsgebäude oder auch den Fuhrpark eines Unternehmens. Und diese Maschinen, wenn sie in einem Jahr in der Produktion eingesetzt werden, werden in der Regel nicht zu 100% verschlissen. Das heißt, sie sind dann auch noch im darauffolgenden Jahr verfügbar und können nochmal in der Produktion eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Produktionsgebäude oder den Fuhrpark eines Unternehmens. In einem sehr ähnlichen Sinn ist Humankapital auch akkumulierbar. Humankapital bezeichnet das Wissen und die Fähigkeiten von Menschen. Das Wissen und die Fähigkeiten von Menschen geht in der Regel nicht von einem Jahr aufs andere verloren. Also die Vergessensquote oder die Abschreibungsrate beim Humankapital ist ebenfalls kleiner als 100%. Im Normalfall natürlich. Wir wissen alle, dass es auch anders sein kann. Ein dritter wichtiger akkumulierbarer Produktionsfaktor ist das technische Wissen. Als technisches Wissen bezeichnen wir hier zum Beispiel das Wissen, das in Patenten festgehalten wird, aber auch das Wissen, das in Maschinen eingebaut wird. All das ist technisches Wissen. Technisches Wissen ist vielleicht die extremste Form eines akkumulierbaren Produktionsfaktors, weil es sich genau betrachtet im Produktionsprozess ja nicht abnutzt. Wenn Sie ein neues Herstellungsverfahren entwickelt haben, das man in einem Patent niederlegen kann, dann können Sie das Verfahren so oft anwenden, wie Sie wollen. Die Technologie ändert sich nicht, die wird nicht verbraucht. In dem Sinne ist also die Verschleißrate bei technischem Wissen null. Ja, man kann es also sehr leicht anhäufen. Es kann nicht verschlissen werden. So, das sind die drei wichtigsten akkumulierbaren Produktionsfaktoren. Wie wir sehen werden, wenn es gelingt, einen von diesen zu erhöhen, erzeugen wir damit dann über die Produktionsfunktion immer auch Wirtschaftswachstum in Form eines höheren Bruttoinlandsproduktes. Zur Vereinfachung werden wir jetzt im Folgenden die Theorie, das Solow-Swan-Modell, nur anhand der Akkumulation von Sachkapital erläutern. Wenn wir das gemacht haben und das Grundprinzip verstanden haben, werden wir dann am Ende nochmal überlegen, was passiert, wenn wir einen der anderen Produktionsfaktoren auch verändern. Wir werden dann sehen, dass das kein Problem ist, dass wir dann das Zusammenspiel aller Veränderungen ganz gut in den Griff bekommen können. Okay. Das ist also die Hauptidee. Ansonsten ist das Modell von Solow und Swan jetzt wiederum ganz ähnlich wie das Kreislaufmodell, das wir schon im ersten Kapitel uns angeschaut haben. Also, die Unternehmen produzieren bei vollkommenem Wettbewerb mit Hilfe der Produktionsfaktoren das Bruttoinlandsprodukt. Die Produktionsfaktoren gehören den Haushalten, die dafür eine Entlohnung von den Unternehmen erhalten. In erster Linie Löhne und Zinszahlungen, die sich insgesamt auf das Bruttoinlandsprodukt aufsummiert. Wir haben ja hier kein Ausland, haben wir zur Vereinfachung weggelassen. Wir haben auch keinen Staat, an dem man Steuern zahlen muss. Also das verfügbare Einkommen der Haushalte entspricht dem Bruttoinlandsprodukt. Die Haushalte treffen dann die Entscheidung, wie viel von diesem Bruttoinlandsprodukt sie konsumieren und wie viel sie sparen wollen. Was die Haushalte sparen, bieten sie den Unternehmen auf dem Kapitalmarkt an. Die Unternehmen finanzieren mit diesem Kapital, das sie von den Haushalten bekommen, in Form von Krediten, neue Sachkapitalinvestitionen. Also sie kaufen neue Maschinen, Produktionsanlagen und so weiter. Das Modell lässt sich sehr einfach als Kreislaufmodell darstellen. Es hat ja all die Züge, die wir vom Kreislaufmodell hier schon kennen.
Wir haben also auf der einen Seite wieder den Unternehmenssektor und auf der anderen Seite den Haushaltssektor. Die Haushalte verkaufen alle ihre Produktionsfaktoren an die Unternehmen für Produktionszwecke und erhalten dafür eine Entlohnung in Form von Löhnen, Zinsen und so weiter. Insgesamt addieren sich diese Zahlungen auf zum Bruttoinlandsprodukt, das hier als Kuchen symbolisiert wird. Die Haushalte entscheiden dann, wie viel von diesem Kuchen, der ihr Einkommen ist, sie konsumieren. Das Einkommen zahlen sie dann an die Unternehmen und erhalten dann von den Unternehmen die Konsumgüter. Und wie viel von diesem Kuchen sie sparen möchten. Hier symbolisiert durch dieses Kuchenstück. Diese Ersparnisse tragen sie zum Kapitalmarkt und bieten sie dort den Unternehmen an. Der Kapitalmarktzins sorgt nun dafür, dass die Ersparnis immer gerade so groß ist wie die Investition. Das ist also ein Marktgleichgewicht auf dem Kapitalmarkt herrscht. Wenn jetzt die Investitionen, die mit dieser Ersparnis durchgeführt werden können, die beim Folgenden als Bruttoinvestitionen bezeichnet werden, größer sind als die Abschreibung, also der Kapitalverschleiß, dann wächst der Kapitalstock. Dann tun wir mehr hinzugeben, als verbraucht wird. Kapitalstock wächst also und wir können hier eine Maschine sozusagen jetzt hinzustellen, symbolisiert durch diesen Bagger. Am Ende der ersten Produktionsperiode haben die Unternehmen jetzt also einen Kapitalstock zur Verfügung, der größer ist als zu Beginn. Mit diesem größeren Kapitalstock können sie dann in der zweiten Produktionsperiode wiederum das Bruttoinlandsprodukt produzieren. Das Bruttoinlandsprodukt wird dadurch etwas größer, symbolisiert hier durch diese Torte, die jetzt etwas größer ist als davor. Das fließt als Faktoreinkommen, Zahlungen für Faktordienste wieder an die Haushalte. Die Haushalte treffen wieder die Entscheidung, wie viel von diesem größeren Kuchen sie jetzt konsumieren möchten, wie viel sie sparen möchten. Die Ersparnis bieten sie auf dem Kapitalmarkt an. Dort sorgt der Kapitalmarktzins, dass die Ersparnis gleich den Investitionen ist. Wenn diese Bruttoinvestitionen, die man mit der Ersparnis finanzieren kann, dann größer sind als die Abschreibungen, wächst der Kapitalstock noch einmal und wir können einen zweiten Bagger hinzustellen. Am Ende der zweiten Produktionsperiode haben wir dann also einen Kapitalstock, der wiederum größer ist als zu Beginn der zweiten Produktionsperiode. Das bedeutet, in der dritten Produktionsperiode, die wir hier auch nochmal durchexerzieren wollen, haben die Unternehmen dann nochmal einen größeren Kapitalstock, können jetzt nochmal ein etwas größeres Bruttoinlandsprodukt herstellen, das sie als Zahlung für Faktordienstleistungen an die Haushalte ausschütten. Die Haushalte entscheiden dann, wie viel von diesem größeren Bruttoinlandsprodukt sie jetzt konsumieren möchten, wie viel sie sparen möchten. Die Ersparnis wird auf dem Kapitalmarkt umgewandelt in Investitionen. Wenn die Investitionen größer sind als die Abschreibungen, wächst der Kapitalstock und wir können dann am Ende der dritten Produktionsperiode einen weiteren Bagger zum Kapitalstock hinzustellen. Und so geht das jetzt im Prinzip immer weiter. Wenn wir die Grundmechanik des Solow-Zwan-Modells in diesem Kreislaufmodell darstellen. Der Wachstumserfolg nach diesen drei Produktionsperioden wäre jetzt also symbolisch gesprochen die Veränderung der Kuchengröße. Der Kuchen ist allmählich gewachsen, weil wir mehr Maschinen für die Produktion aufwenden konnten. Und wenn wir jetzt den Kuchen der dritten Periode durch den in der ersten Periode dividieren, dann sehen wir, um wie viel Prozent der Kuchen gewachsen ist. Das Bruttoinlandsprodukt also größer geworden ist.
Okay, aber ist es klar, das ist jetzt eine sehr symbolische Darstellung gewesen. Wir brauchen es eigentlich etwas präziser, denn wir wollen ja auch feststellen können, wie lange das BIP wächst, wovon das abhängt. Und das bedeutet natürlich, dass wir irgendwie eine Aussage machen müssen, wie lange der Kapitalstock wächst. Im Grunde, wie wir sehen werden, ist das identisch. Wie lange das BIP wächst, ist identisch mit der Frage, wie lange wächst der Kapitalstock. Die Antwort lautet im Prinzip, solange die Investitionen, also das, was zum Kapitalstock hinzukommt, größer ist als die Abschreibung, also das, was vom Kapitalstock verschlissen wird. Das können wir jetzt zunächst auch mal schon mit einer kleinen mathematischen Gleichung darstellen. Das wäre jetzt eine dynamische Gleichung, eine Akkumulationsgleichung. K symbolisiert, wie vorher auch schon, den Sachkapitalstock. T plus 1 wäre jetzt der Sachkapitalstock am Ende der Periode T. KT wäre der Sachkapitalstock zu Beginn der Periode T. I, Großbuchstabe I, T symbolisiert die Bruttoinvestitionen, die in der Periode T durchgeführt werden können. Mithilfe der Ersparnisse, die auf dem Kapitalmarkt angeboten werden. Der Kapitalstock der Periode T multipliziert mit der Abschreibungsrate sagt uns, wie viel Kapital verschlissen wird. Und wenn jetzt die Bruttoinvestitionen größer sind als das, was an Kapital verschlissen wird, dann ist diese Differenz hier, also IT minus Lambda mal KT, das ist größer als 0 und das bedeutet, der neue Kapitalstock ist größer als der alte. Das ist also die grundlegende Akkumulationsgleichung des Kapitalstocks im Solow-Swan-Modell. Da die Investitionen gleich den Ersparnissen der Haushalte sind, kann man also auch sagen, dass eine Volkswirtschaft so lange wächst, wie die Ersparnisse größer sind als die Abschreibung. Wenn die Ersparnisse irgendwann mal so groß sind, dass die damit finanzierbaren Investitionen gerade noch ausreichen, um die Abschreibung, den Kapitalverschleiß also zu ersetzen, stagniert das Kapitalstockwachstum. Wir können also keinen neuen Bagger mehr hinzustellen und das Bruttoinlandsprodukt hört auf zu wachsen. Wir bezeichnen diesen Zustand dann als Steady State, also als dauerhaften Zustand. Denn die Volkswirtschaft wächst jetzt nicht mehr, sie schrumpft aber auch nicht. Ja, denn wir ersetzen ja die Abschreibungen durch Investitionen. Die Investitionen sind bloß nicht mehr groß genug, um den Kapitalstock und damit das BIP weiter wachsen zu lassen. Wir sind also in einem Zustand, wo das BIP weder wächst noch schrumpft und das nennen wir dann Steady State. Das Solow-Swan-Modell impliziert also, dass eine Volkswirtschaft nicht unendlich wächst, sondern irgendwann einen Zustand erreicht, in dem sie weder wächst noch schrumpft. Das Steady State eben. Wann dieser Zustand erreicht wird, hängt einerseits von der Höhe der Ersparnisse ab, andererseits von der Höhe der Abschreibungsrate. Je höher die jährliche Ersparnis und je niedriger die jährlichen Abschreibungen, desto höher ist der Steady State Kapitalstock. Das können wir jetzt allerdings an dieser sehr symbolischen Darstellung des Modells nicht gut erkennen. Dazu brauchen wir eine andere Darstellung, die etwas präziser ist. Die möchte ich jetzt im Folgenden noch herleiten. Diese grafische Darstellung des Solow-Swan-Modells verwendet eine vereinfachende Annahme, die ich zunächst beschreiben möchte. Und zwar unterstellen wir dabei, dass die Ersparnisse in einem bestimmten Zeitpunkt T gleich dem Einkommen in diesem Zeitpunkt sind, also dem Bruttoinlandsprodukt in diesem Zeitpunkt, mal der Sparquote. Die Sparquote ist jetzt konstant, also ein bestimmter Prozentsatz, der sich im Zeitverlauf nicht ändert. Der Zinssatz hat keinen Einfluss auf die Sparquote. Das ist natürlich nicht ganz realistisch, das ist eine vereinfachende Annahme, die uns die grafische Darstellung erleichtert, die, wie wir noch sehen werden,
keinen irgendwie begrenzenden Einfluss auf die Aussagegültigkeit des Modells hat. Also ist relativ harmlos, diese Vereinfachung. Damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können, habe ich hier nochmal ein numerisches Beispiel dazu gemacht. Wenn die Sparquote 10% betragen würde, also 10% des Einkommens werden gespart, dann wäre das S hier gleich 0,1. So, das multiplizieren wir dann mit dem Einkommen. Da stellen wir mal, das Einkommen wäre 100.000 Euro groß. Dann müssten wir also die 0,1 mal 100.000 Euro rechnen und dann wäre die Ersparnis gleich 10.000 Euro. Also so ist diese Gleichung zu interpretieren. Empirisch gesehen liegen die langfristigen Sparquoten der meisten Länder in einem Bereich zwischen 5% und 15%. Die USA haben so knapp 5%, viele asiatische Länder haben so um die 15%. Das hängt von verschiedenen strukturellen Faktoren ab. In Deutschland hat die durchschnittliche Sparquote relativ konstant über einen längeren Zeitraum, beträgt sie ungefähr 11% des verfügbaren Einkommens. Hier in diesem Modell ist das verfügbare Einkommen ja gleich dem Bruttoinlandsprodukt. Das Original Solow-Swern-Modell wird in einem BIP-Sachkapitaldiagramm dargestellt. Hier messen wir das BIP auf der Ordinate oder auch Y-Achse. Die Abkürzung für das BIP ist wieder ein großes Y. Der Bestand an Sachkapital, der hier durch den Großbuchstaben K dargestellt wird, wird auf der Abszisse oder X-Achse gemessen. Die BIP-Produktionsfunktion der Volkswirtschaft wird durch diese rote Kurve repräsentiert. Das BIP ist eine Funktion der Input-Faktoren. Und das sehen Sie hier dargestellt als Funktion in Abhängigkeit von diesen Input-Faktoren. Die möchte ich jetzt im Folgenden erläutern. Der Großbuchstabe A misst den Input an technologischem Wissen, also die Anzahl von Patenten zum Beispiel, die verfügbar sind. Der Großbuchstabe B misst den Einsatz von Land und natürlichen Ressourcen in der Produktion. Der Großbuchstabe P misst den Input öffentlicher Güter, die also vom Staat zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur oder das Rechtssystem eines Landes. Der Großbuchstabe L misst den Input physischer Arbeit, das heißt die bloße physische Arbeitskraft der Arbeiter der Volkswirtschaft. Der Großbuchstabe H misst den Input von Humankapital, also die Qualifikation der Arbeiter der Volkswirtschaft. Und der Großbuchstabe K misst, wie gesagt, den Input an physischem Kapital, an Sachkapital. Alle Produktionsfaktoren mit Ausnahme des Kapitalstocks werden konstant gehalten. Der Kapitalstock wird entlang dieser Achse hier variiert. Das heißt, hier im Nullpunkt ist der Kapitalstock 0. Und wenn wir hier an der Achse entlang wandern, wird der Kapitalstock sukzessive immer größer. Mit dem Kapitalstock steigt dann das Bruttoinlandsprodukt entlang dieser Kurve. So ist also diese Produktionsfunktion für eine komplette Volkswirtschaft zu verstehen. Wie Sie sehen, wird die Kurve immer flacher. Sie ist hier relativ steil, die Steigung ist also groß und hier oben ist sie sehr flach und hier wird die Steigung fast horizontal, das heißt die Steigung wird null. Das ist jetzt mit Bedacht so gewählt. Das bringt zum Ausdruck, dass die Produktivität, die Grenzproduktivität einer Maschine immer geringer wird,
je mehr Maschinen wir einsetzen, wenn wir alle anderen Produktionsfaktoren konstant halten. Das ist eigentlich eine sehr plausible Annahme, die Standardannahme, die Sie vielleicht auch noch aus der Produktionstheorie erkennen. Die einfachste Begründung dafür ist, die meisten Maschinen müssen ja in irgendeiner Form von Menschen bedient werden. Und stellen Sie sich nun vor, Sie haben eine begrenzte Anzahl von Menschen zur Verfügung und Sie führen jetzt immer mehr Maschinen in den Produktionsprozess ein, dann haben Sie ja immer weniger Menschen, die diese Fülle von Maschinen noch bedienen kann. Das heißt, irgendwann stehen die Maschinen dann rum und können nicht mehr bedient werden. Das heißt, dann ist ihre Grenzproduktivität gleich Null. So, die erste Maschine wird deshalb in der Regel einen sehr großen Anstieg der Gesamtproduktion bringen, weil die übrigen Produktionsfaktoren dann dadurch sehr produktiv werden. Also wenn wir hier die erste Maschine Form der Länge eines kleinen Rechenkästchens hinzufügen, steigt das BIP relativ stark hier um 1, 2, 3, 4 Rechenkästchen. Wenn wir die zweite Maschine noch hinzufügen, steigt das BIP immer noch relativ kräftig an, aber schon etwas schwächer, ist jetzt nicht mehr 4 Rechenkästchen, sondern nur noch 2. Also die Grenzproduktivität nimmt schon ab. Und wenn wir jetzt ganz hier außen noch den Kapitalstock erhöhen, dann wird der Zuwachs am BIP immer kleiner, ist also hier weniger als die Hälfte von so einem Rechenkästchen. Dann erworben die Grenzproduktivität der Maschinen wird immer geringer. Das ist also die Standardannahme, die auch in der Produktionstheorie verwendet wird. Wie schon gesagt, geht das Solow-Swan-Modell davon aus, dass die Sparquote ein konstanter Prozentsatz zwischen 0 und 100% ist. Aufgrund dieser Annahme liegt die Sparkurve oberhalb der X-Achse, aber unterhalb der Produktionsfunktion des Bruttoinlandsproduktes. So wie hier durch diese grüne Linie dargestellt. Die Sparkurve ist also die BIP-Produktionsfunktion multipliziert mit dieser Sparquote. Was machen die Haushalte mit ihren Ersparnissen? Na, das haben wir ja schon im Kreislaufmodell gesehen. Die bringen sie zum Kapitalmarkt, bieten sie dort an. Wer fragt die dort nach? Das sind die Unternehmen. Die brauchen diese Ersparnisse für ihre Investitionen in Sachkapital. Und wer sorgt jetzt dafür, dass die Ersparnisse der Haushalte immer gerade so groß ist wie die Investitionsnachfrage der Unternehmen? Na, dafür sorgt der Zinssatz auf dem Kapitalmarkt. Der besorgt den Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Das will ich jetzt nochmal in Form eines Kapitalmarktdiagramms kurz erläutern. Hier haben wir ein Kapitalmarktdiagramm. Hier messen wir also den Zinssatz jetzt an der Y-Achse und hier unten messen wir die Ersparnis bzw. die Investitionskreditnachfrage. Da das Sparen unter den Annahmen des Solow-Swan-Modells nicht vom Zinssatz abhängt, sondern nur vom BIP-Niveau multipliziert mit der Sparquote, ist das Sparangebot in diesem Diagramm eine vertikale Linie. Der Zinssatz beeinflusst das Sparangebot also nicht. Das kommt dieser vertikalen Linie zum Ausdruck. Die Investitionskreditnachfragekurve der Unternehmen ist, wie üblich bei Nachfragekurven, eine Kurve mit einer negativen Steigung, hat also diesen Verlauf hier zum Beispiel. Je höher der Zins, desto weniger Investitionskredit wird nachgefragt, je niedriger der Zins, desto mehr Investitionskredit wird nachgefragt. Der Schnittpunkt gibt das Niveau des Marktgleichgewichtszinssatzes an, I Stern. Falls nun durch zufällige Gründe, stochastische Gründe, der Zinssatz mal höher liegen würde als der Marktgleichgewichtszins, hätten wir ja ganz kurzfristig
Angebotsüberschuss an Krediten. Die Ersparnis wäre größer als die Kreditnachfrage, weil der Zins zu hoch ist. So, auf einem Markt würde dann der Zins sofort sinken. Wenn der Markt funktioniert, sinkt dann der Zins in Richtung Gleichgewichtsniveau. Falls mal aus Zufall das Umgekehrte passieren würde, der Zins niedriger liegt als der Gleichgewichtszins, hätten wir Überschussnachfrage. Bei Überschussnachfrage steigt der Zins dann Richtung Gleichgewichtszins. Und hier unterstellen wir jetzt mit Solux-Wahn, dass der Kapitalmarkt blitzschnell funktioniert. Das heißt, solche Ungleichgewichte treten jetzt gar nicht auf. Wir haben also immer den Gleichgewichtszins und der sorgt dann dafür, dass wir immer die Gleichheit von Ersparnis der Haushalte haben mit der Investitionskreditnachfrage der Unternehmen. Wir können also im Folgenden davon ausgehen, dass dieser Markt perfekt funktioniert. Das ist diese Annahme im Solux-Wahn-Modell und deshalb brauchen wir ihn nicht mehr zu berücksichtigen. Der läuft im Hintergrund ab, macht uns das Leben etwas leichter und können wir jetzt hiermit wegklicken. Der Marktmechanismus auf dem Kapitalmarkt sorgt dafür, dass die Investitionen immer genauso hoch sind wie die Ersparnisse. Wir können also jetzt im Folgenden immer diese Gleichung hier verwenden. Ersparnis der Haushalte ist gerade so groß wie die Investitionskreditnachfrage der Unternehmen. Das erlaubt uns jetzt, die Sparkurve, die grüne Kurve, die wir hergeleitet haben, gleichzusetzen mit der Investitionskurve, der Bruttoinvestitionskurve, der Unternehmen also. Wir können jetzt also diese Kurve sowohl als Sparkurve interpretieren, als auch als Investitionskurve. Das macht die Analyse im Folgenden jetzt sehr leicht. Was wir jetzt noch benötigen, um das Modell zu vervollständigen, ist eine Kurve, die uns anzeigt, wie hoch die Abschreibungen in Abhängigkeit vom Kapitalstock sind. Im Solux-Wahn-Modell wird, wie wir schon gesehen haben, unterstellt, dass die Abschreibungen, also der Kapitalverschleiß, immer ein bestimmter Prozentsatz des Kapitalstocks ist. Deshalb ist die Abschreibungskurve notwendigerweise eine gerade Linie. Beschrieben durch das Produkt aus Kapitalstock, den wir hier messen, mal Abschreibungsrate. Die Steigung dieser Kurve definiert nun die Abschreibungsrate Lambda. Das kann man hier ganz einfach sehen, indem man mal unterstellt, dass wir einen Kapitalstock einer bestimmten Größe haben, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rechenkästchen. Wenn der Kapitalstock also 7 Rechenkästchen groß ist, wenn wir uns in diesem Punkt auf der X-Achse befinden, dann sagt uns diese Kurve, dann sind die Abschreibungen, der Kapitalverschleiß gleich 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Rechenkästchen groß. Das bedeutet, dass diese Kapitalverschleißquote Lambda gleich 5 dividiert durch 7 ist. Und wenn Sie das in Ihren Taschenrechner eintippen, dann stellen Sie fest, das ist ungefähr gleich 71%. Das heißt, wir haben hier also eine sehr hohe Abschreibungsrate jetzt unterstellt, Abschreibungsrate von 71%. Sehr viel höher als realistisch. Für Deutschland wäre realistischerweise eine Abschreibungsquote von knapp 3% angemessen. Das Problem mit so einer realistischen Abschreibungsquote ist allerdings, dass dann diese Kurve hier ganz flach verlaufen würde. Ja, die würde dann hier unten verlaufen, ganz langsam nur ansteigen mit 3%. Und das würde die Analyse in diesem Diagramm dann deutlich erschweren. Also machen wir hier uns das Leben leicht, unterstellen mal eine sehr hohe Abschreibungsrate und dann können wir dieses Modell, so wie es jetzt hier steht, im Folgenden für unsere Analysen verwenden.
Wir haben das also jetzt fertiggestellt, das Original-Lehrbuchmodell oder die Original-Lehrbuchdarstellung des Solus-Warn-Modells. Wir können jetzt mit der Analyse beginnen, bis zu welchem Niveau das Bruttoinlandsprodukt dieser Volkswirtschaft wächst, wenn wir mit einem bestimmten historisch vorgegebenen Kapitalstock beginnen. Zum Beispiel hier, also einem Kapitalstock der Größe 1, 2, 3, 4, 5 Rechenkästchen. Mit dieser Analyse werden wir dann in der nächsten Lektion beginnen.